Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer kleinen Krähe. Ja, wir brauchen Gesundheit. Wir sind ganz schön am Ende. Unbedingt. Okay, zwei Tore gehen auf. Eins links, eins rechts. Oh oh. Hüter der Tür. Nicht veräppeln, wir hätten doch rechts gehen sollen. Autsch, verflucht, wir sind tot. Okay, das ging jetzt verflucht schnell. Ja, wir waren auch sehr angeschlagen, muss man zugeben. Okay, wir kommen tatsächlich da unten wieder raus. Ist der Wahnsinn. Okay, wir gehen jetzt auf jeden Fall nicht rechts, wir gehen links. Wir gehen nicht zu diesen großen, komischen, was auch immer das ist, Tür, Burg. Hui. Wenn wir bis dahin überhaupt lebendig hinkommen. Entschuldigung, ich habe keine Zeit. Es tut mir leid, ich muss weiter. Wir überhaupt hin? Dann geht's rauf. Ach, schau mal. Das sind solche kleinen. Da ist die Blume ist wieder gewachsen. Und es sind drei von den. Was heißt das? Die laufen jetzt mit Sicherheit nicht mehr mit. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Wir kommen gewiss nicht die Leiter hoch, oder? Nee, schau. Bleiben da unten. Okay, wir gehen links. Wir gehen diesmal nicht rechts. Ah, wir müssen rechts. Hier waren wir schon. Das ist die Tür, die verschlossen war vorher. Ja, genau, da ist das. Ja. Ach du Schande, wir müssen hier rein. Es geht gar nicht anders. Kriegt er wieder Pfeile, Leute? Aber wenn ich angreife, dann kriege ich wieder Pfeile. Ein Zielfernrohr. Was bist du denn für einer? Spinnst du? Lass das. Leute, wir sind gleich tot. Scheiße. Ey, das ist schwer. Du wirst es nicht glauben, aber das ist richtig schwer.
Und das jetzt schon, wo wir noch so am Anfang stehen. Können wir nicht irgendwo wieder zurückgehen und vielleicht versuchen, unsere Waffe aufzuleveln, bevor wir gegen dieses Schloss da antreten? Das ist ja der Wahnsinn. Ja Leute, ich habe keine Zeit. Ich hab's eilig. Ja, ist ja gut. So. Das sind wieder meine drei. Dass die nicht mitkommen dürfen, das ist doof. Das bringt mir halt gar nichts hier, dass wir hinterherlaufen. Aber ein klein wenig Schatten hatte er schon, ne? Die Tür, die was auch immer das ist. Warte mal, hier kommen wir doch wieder. Wie kommen wir denn wieder? Wow. Da ist der Zwillingsturm. Hier ist er. Du hast eine unsterbliche Blüte gefunden. Ihre stagnierende Aura spiegelt den merkwürdigen Zustand dieser Insel wider. Das heißt, wir haben jetzt einen Pfeil mehr, oder? Sehe ich das richtig? Ich möchte eigentlich zurück. Zurück in unsere Geister-Dingsel da. Ja, genau, da wollte ich hin. Kleine Grill, spüre ich da eine Fülle von Seelenenergie? Komm her, und du kannst diese Seelen eintauschen gegen verbesserte Kampffähigkeiten. Ja, das brauchen wir gegen dieses Schloss. Willkommen bei der Seelenkammer. Möchtest du deine Kampffähigkeiten verbessern? Aber klar doch. Okay, Stärke. Wenn du sie erhöhst, steigt der Schaden, den du mit Nahkampfwaffen anrichtest, sowie deren Reichweite. Okay. Wird dieses verbessert, so werden die Nah- und Fernkampfangriffe des Schnitters schneller aufgeladen und Nahkampfangriffe können rascher aneinander gereiht werden. Boah, das kostet alles 400. Wir haben noch gar nicht so viel, ne? Eile. Werden diese verbessert, so erreicht der Schnitter ein höheres Grundtempo, kann schneller ausweichen und die Wartezeit beim Ausweichen wird verkürzt. Wenn du die erhöhst, steigt das den Schaden, den Zaubersprüche und Fernkampfmaßnahmen anrichten. Boah, wir können uns nur eins leisten, ne? Kosten alle 400 und wir haben 557. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal das hier, oder? Stärke. Bist du sicher, dass du dieses Upgrade kaufen willst? Okay, das nächste kostet 600. Yeah. Boah, das ist aber ganz schön teuer. Hey, du hast dein Auftragsziel verloren? Das ist heftig, Kumpel. Jetzt ist es jahrelang so still gewesen. Medizinischer Fortschritt oder sowas in der Art. Ganz schön ärgerlich. Wir brauchen mal wieder sowas wie eine Pest, sonst bin ich pleite. Ja, deswegen ist hier auch so wenig los. Ne? Obwohl, jetzt mit Corona? Okay, das war makaber. Oh,
Okay, jetzt kommen wir hier wieder raus. Alles klar. Gut, jetzt haben wir eine stärkere Waffe. Also, die Stärke ist stärker. Na, ob uns das schon was bringt bei dir, Burg? Ich weiß ja nicht. Bin etwas skeptisch. Da bringt's noch nichts. Wow! Wow! Ja, super. So brauchen wir bei der Burg gar nicht erst anfangen. Ich habe noch immer keine Ahnung, was diese drei jetzt hier bedeuten, ne? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber nett, dass sie mir hinterherlaufen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es kommt die Burg wieder. Verdammt! Vorsicht, lauf, 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 nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben! Weg da, weg da, weg da, weg da! Aber er ist schon angeknackt, ne? Scheiße. Scheiße! Fuck! Fuck! Scheiße! Herrgott nochmal, der war schon ganz schön angeknackst. Boah, Mann, wir haben uns so gut gehalten! Wir haben uns so gut gehalten und dann plopp tot. Nicht dein Ernst, oder? Boah, das ist echt schwer. Ich verstehe nur noch nicht den ganzen Hintergrund, warum wir dann mal da hinlaufen müssen. Warum wir nicht einfach dann davor wieder
anfangen können. Oh, guck mal, der kann hochfliegen. Und die anderen können nicht hochklettern, ne? Warum wir nicht einfach wieder kurz vor dem Tor anfangen können? Warum wir da so weit zurücklaufen müssen? Ich verpenne immer ein Pfeil, ne? Das ist nicht gut. Wir sind tot. Oh, verdammte Kacke. Ach komm. Das ging jetzt aber flott. Wie gesagt, ich verstehe nicht ganz, warum wir nicht da einfach vorne wieder anfangen können, wenn wir da drauf gehen. Warum wir da zurückrennen müssen, ne? Ich hab's kapiert! Tot! Wir müssen uns echt mühen. Das wird uns echt frustig ohne Ende, das Spiel. Das sag ich dir. Weg. Keine Zeit für dich. Oh, ich kann aus der Luft auch. Oh, ich werde wahnsinnig. Ey, willst du mich verarschen? Aha. Das
bringt mir nur nichts, weil ich nicht nach oben springen kann. Ach, Scheiße! Scheiße, 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 Scheiße! Ah, fuck! Es ist schade, dass man nicht sieht, wie... dass er keinen so einen Balken hat. Ja, man sieht daran, wie viele Risse er schon hat und alles. Na, wie verwundet er schon ist. Aber so ein Balken wäre trotzdem viel besser. So wie wir einen auch haben. Oh Leute, das wird echt frustig. Bringt nix. Man kann doch nicht raus und flüchten, ja, und sich nochmal Energie nehmen. So, das geht da auch nicht. Ich komme da nicht raus mehr dran. Ah, Leute.
Ey, das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Wir haben's geschafft! Da liegt ein Pfeil! Wow. Okay, lass uns nochmal zurückgehen, ob die Blume gewachsen ist und ob wir uns heilen können. Hallo. Ist eure Blume gewachsen? Nein, ist sie nicht. Was mache ich mit euch jetzt? Der ist runtergefallen. Das wollte ich nicht. Verdammt, ich dachte, die Blume ist gewachsen. Wie lange dauert das denn, bis diese Blume da wächst? Dahin? Hier geht's zum Gipfel. Okay, da wollen wir anscheinend hin. Hier geht's zur überwucherten Ruine. Okay, da kommen wir noch nicht hin. Hallo! Die Dinger hier, die haben auch irgendwas auf sich. Warte, da kann man reingehen? Nee, doch nicht. Sah so aus. Okay, wir brauchen einen Blumentopf. Wir müssen einen Samen pflanzen. Hui! Ach, guck mal, da sind wir jetzt. Da unten ist das ausgehobene Grab. Was ist jetzt passiert? Welche? Ah, das hier? Das ist aufgegangen. Ah, okay. Auch ein Blumentopf. Wie kommen wir denn da rein? Da rüber. Diese Teile da auf dem Boden hier, das könnte sein, dass das solche Art, ja, Portale sind, mit der wir vielleicht reisen können noch. Weil es hieß ja auch, wir haben ja Energie. Ah, hier ist eins. Ah. Es hieß ja auch, wir können irgendwie Magie wirken. Da ist ein Schlüssel. Oben werden wir gleich kämpfen müssen. Da ist das Schloss für den Schlüssel. Was ist das? Du hast etwas Weihrauch gefunden. Dieses Zeug riecht aber stark. Guck mal. Ah, dieser Weihrauch wurde in alten Ritualen verwendet, um den Toten den Übergang ins Jenseits zu erleichtern. Und um beim Einbalsamieren der Leichen den Leichengeruch zu überdecken. Auf dem Etikett an der Seite steht Weihrauch der Buße. Maskiert perfekt den Geruch verwesener Leichen. Die Blütenblätter sind weich und zart und doch erscheint die Blüte grau und welk. Sie sieht gleichzeitig tot und lebendig aus. Die Kräfte, die diesen Ort durchdringen, gestatten es offenbar dem Leben weiter zu existieren, auch wenn es längst beendet sein sollte. Okay. Gut. Dann... Das ist der Typ, den wir gesehen haben, ganz am Anfang. Okay, Leute,
das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, wir brauchen hier nicht wieder 50.000 Anläufe, wenn wir überhaupt gegen ihn kämpfen müssen. Wir lassen uns überraschen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder in der dritten Folge, wenn es dann weitergeht. Ihr guckt wie ein Vogel. Den Kopf immer so neigt. So, zapp, zapp. Lasst einen Kommentar da, ein Abo, einen Daumen hoch. Das würde mich freuen. Und wie gesagt, bis zur nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.